Leute, was geht? Willkommen zu Herr der Ringe Gollum. Wir gehen direkt rein an, was soll ich? Ach, Sichtbarkeit. Wir machen mal 2,5. Ich mache immer ein bisschen heller. Haben anscheinend viele nicht so auf dem Schirm gehabt, Herr der Ringe Gollum. Ich aber schon. Es hat mich aber ein bisschen überrascht, dass es jetzt schon rauskommt. Ich hoffe, dass das Spiel uns nicht enttäuscht. Es gibt jetzt eine Stunde feinstes Gameplay und jetzt kommt bestimmt direkt erstmal Intro. Das gucken wir uns an. Bitte enttäusch uns nicht. Sind Augen wertlose Steine. Gute Synchro. Kopf ohne Laune, Fuß ohne Eile. Ist laut genug? Tod kann nicht schrecken, Zeit sich nicht strecken. Arm nicht mehr schuften, Rose nicht duften. Nichts kannst du bestaunen ohne mich. Aber es waren keine Rosen, mein Schatz. Keine Rosen. Lilien. Keine Lilien. Keine Rosen. Was war's denn, mein Schatz? Still. Da kommt jemand. Ein alter Mann mit Stock und Hut und einem Käfig auf dem Rücken. Wir hätten wohl einen Wagen für euch. Es gibt keine Hoffnung für ihn, fürchte ich. Das Geschöpf ist verloren. Wer das skippen möchte, ich mach unten Timestamps rein, Leute. Wenn ihr zum Gameplay skippen wollt. Jemand folterte ihn. Lange bevor der Dunadan ihn fand. Dunkelheit steigt auf aus den Wäldern. Mein Volk wird allmählich unruhig. Wir können diesem Übel kein Opfer bieten, Gandalf. Alter, sieht aus wie Last Gen. Zuvor in Mordor. Das habe ich befürchtet. Ich frage mich, was er sich dort erhoffte. Lasst uns allein. Ich will hören, was er zu sagen hat. Warum beginnen wir nicht mit deinem Namen? Gollum, Gollum. Deinem richtigen Namen, nicht den andere dir gegeben haben. Nun gut. Versuchen wir es mit dem Namen eines anderen. Bilbo Beutlin. Ja, du erinnerst dich. Er fand dich. Vor mehr als 60 Jahren. Tief unter den Wurzeln des Nebelgebirges. Spielt das nach, Herr der Ringe? Er nahm dir etwas weg. Einen Ring. Mein Schatz. Du hast ihn gesucht, nicht wahr? Du hast dein Versteck verlassen, bist die Hänge hinabgeschlichen, immer auf der Hut vor dem Mond. Du folgtest dem Hobbit den ganzen Weg nach Osten zum einsamen Berg. Aber dann bist du nach Süden abgekehrt. Warum? Etwas muss dich angelockt haben. Eine Stimme aus dem Land der Schatten. Lasst uns allein! Im Traum flüsterte sie deinen Namen. Nicht zuhören! Also noch einmal. Wie lautet dein Name? Smeargol. Sehr gut, Smeargol. Aber lass uns ganz von vorne beginnen.
Er hat ja gesagt, vor 60 Jahren hat er ihn da getroffen. Ich weiß nicht, ob das hinkommt. Er hat ja auch... Obwohl doch, dann ist das noch sogar vor Herr der Ringe die Gefährten, glaube ich. Vor der Ringe, weil das ist ein bisschen so ein Ringe, wo kann man runter oder nicht. Ja, genau, denke ich auch. Das denke ich auch. Also was man mal sofort sagen kann, ich hatte jetzt noch keine Gelegenheit selber zu spielen, aber grafisch ist es jetzt nicht auf Pokémon-Niveau, sag ich mal. Unreal Engine 4, aber sieht nicht gut aus. Dafür, dass es auf PlayStation 5 ist. Kapitel 1, der Geist. Ich kann laufen. Ich kann übel hochspringen. Ich habe hier irgendwie so eine komische Ansicht. Auf L1. Keine Steine zum Werfen. Wir müssen ganz kurz erstmal Einstellungen abchecken. Grafikmodus, Leistung. Wir gehen auf Qualität mit Raytracing. Ey, das ist PlayStation 5, das wird die wohl hinkriegen, oder? Qualität mit Raytracing, machen wir. Steuerung, lassen wir Interface. Textgröße, Sound, okay, Abfahrt. Let's go. Ich laufe einfach mal. Es wird Tag, geht zurück in deine Höhle. Er kann echt übel hochspringen. Oh, er kann auch schnell laufen mit R2. Junge. R2 plus Weitersprung. Ja. Oh, das hat nicht geklappt. Oh, Junge, wie geht das? Oh nein! Ich habe es eben schon mal gesagt, bevor wir gestartet haben. Es gibt eine Trophäe. Spiele das Spiel durch, ohne zu sterben. Da war der erste tot. Ups. In Schattengebirge. Da hast du dich versteckt. Warum stellt es uns Fragen? Warum stellt es uns Fragen? Die Synchro von Gollum haben die richtig gut hingekriegt. Ich weiß nicht, ob das der Original-Synchro-Mensch ist, aber da hat man sehr geile Nostalgie-Feelings. Ach genau, weil ich auch noch sagen wollte, es gab kein Day One Patch. Auch ungewöhnlich, also ich musste kein Patch machen. Du hast also mit den Orks gesprochen. Aber wir haben scharfe Ohren und wir lauschen. Ich hätte gern schon so Sammelkram oder so. Irgendwelche Secrets. Gibt es hier schon irgendwas Geiles zu sammeln? Man sieht doch hier aus wie ein geheimer Pfad. Oh ja. Also wenn ich irgendwas weiß, dann das hier, das hier. Wettstein. Sammelgegenstände. Können wir unsere Zähne wieder scharf machen? Mit dem Wettstein die Zähne scharf machen.
der Zahnarzt. Rambo, danke für den Follow. Sollten die Alerts jetzt überhand nehmen, würde ich die Alerts ausmachen. Aber da rechts ging auch noch hoch. Und auch noch weiter. Vorsprung unterhalb greifen. Ah, man kann hier wieder runter. Aha. Aha. Okay. Zockst du auf PS5? Ja, das tue ich. Kein fester Halt, sei vorsichtig. Wenn deine Ausdauer zu Neige geht, wirst du fallen. Okay. Da unten ist die Ausdaueranzeige. Bessere Ausdauer als bei eine Zelda. Baumkühle. Ah, ein Krog. Oder war nicht. Vielleicht hilft sie uns ja. Die große Spinne. Vielleicht. Wir haben ihr Viecher zum Fressen gebracht, ja. Und knusprige Ochse. Aber die mag sie nicht besonders. Er gehört uns. Und klar ist einfach der Ring. Erzählt. Die Orks konnten uns nicht sehen. Keiner konnte uns sehen. Nicht mal garstige Zauberer. Wie hast du ihn gefunden, deinen Schatz? Grausames Licht. Smeargol will schlafen. Er kann jetzt nicht schlafen. Aber ich werde das Licht für dich dämpfen. Also... Da müssen wir nicht drüber reden, ne, dass das echt überhaupt gar nicht geht. Also Raytracing hin und her, aber das... Hilfe, das geht echt gar nicht. Ich weiß, dass sie den Release einmal schon verschoben hatten. Das sollte eigentlich letztes Jahr schon kommen. Und ich habe so... Kein netter Freund, was mein Schatz. Jetzt kriegst du uns nicht mehr. Können wir vorstellen, wieso? Nein, jetzt nicht mehr. Was soll ich machen? Ist hier irgendwie eine Hauptmission? Hat die selber gemalt? Ich hatte die ganze Zeit irgendwie so einen Questmarker auf dem Bildschirm. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. In der Wand purpur. Ach, riechen. Du hast die Höhle also nie verlassen. Niemals. Und niemand hat dich je gesehen. Nein, niemand. Neues Ziel, jage den Spion. Er sieht
Okay. Sprinte auf die Wand zu. Ich hoffe, dass das halt jetzt nicht die ganze Zeit so Tomb Raider-mäßig ist, da ich die ganze Zeit nur irgendwo langlaufen muss. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich habe es mir anders vorgestellt. Oh. Die Steuerung fühlt sich aber gar nicht so schlecht an. Ich sprinte seitwärts auf die Wand zu. Junge. Jetzt sind wir auf einmal bei Prince of Persia. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach nur die ganze Zeit, ja, das ist nur Tutorial hier gerade, denke ich mal. Bin ich schon arg wundern, wenn es die ganze Zeit so wäre hier. Rückwärtssprung. Okay. Ich hoffe, du musst das nicht merken. Gegeben. Vorsichtig, nicht so hastig. Orks dürfen uns nicht sehen. Da siehst du, direkt auf seinen Hals. Hat ihn geküsst, Herr? Hat ihn wohl vergessen, sonst hätte sie ihn schon in ihre Speisekammer gebracht. Die Dame macht sich nicht allzu viel aus unserem süßen Fleisch. Ist das nicht Uftag? Es ist Uftag, ganz in Sand und Seide. Was ist der Plan, Uftag? Schwänzt du die Nachtschicht? Und jetzt? Sollen wir ihn losschneiden, okay. Hauptmann Schagger? Lass ihn hängen, du Made. Die hohe Frau mag's nicht, wenn man sich einmischt. Was, wenn sie noch in der Nähe ist? Dann geh und schau mal nach. Wenn du was hörst, schreist du und hältst die Stellung. Klol, der geht wirklich der Dummkopf. Also, Synchro ist echt gut. Willst du den Platz mit ihm tauschen? Sag mal, soll ich was machen? Ich hau mal ab, oder? Ach, ich soll hier einfach weiter. Lol, ich bleib hier die ganze Zeit. Gut, ich dachte, da passiert noch irgendwas. Hätte doch sein können. Hallo? Doch sein können. Oh. Was mache ich jetzt? Soll ich einfach mal Weitsprung? Okay. Junge, hier geht's tief. Und weiter bist du nie hineingelangt nach Mordor. Wir haben die Wolken nie in Klee verlassen. Warum soll das nicht sein? Hä? Zwei von ihnen. Zwei kleine Schwätzer. Wie der aussieht, ey. Den haben sie nicht gut getroffen. Haben die den extra so schlecht getroffen oder? Wir sind zu hoch geklettert hier, mein Schatz. Nicht sicher hier. Er darf uns nicht sehen, nein, nicht er. Sein Auge sieht alles, heißt es. Alle Länder und Berge. Vielleicht auch Beutlin. Nicht zu würden.
Augen passen irgendwie gar nicht. Der hat ja so Riesenaugen. Das schon, aber irgendwie die ganze Struktur von dem Gesicht irgendwie nicht. Wenn du es jetzt mit dem aus dem Film vergleichst. Kann natürlich auch eine neue Interpretation sein, ne? Verfolge die Orks. Das ist so ein Gameplay-Feature, das mag ich gar nicht, ne? Irgendwas verfolgen oder so und im Stealth-Modus sein. Bleib in den Schatten. Was ist mit dem Vogel? Vergiss den Vogel. Dem Vogel. Vogel. Ja, irgendwie findet das nicht so. Ja, irgendwie. Das lassen wir uns erstmal drauf ein. Wir haben noch nicht viel gesehen. Vielleicht dürfen auch nicht immer so voreingenommen sein, Leute. Gehe ich da jetzt mit rein? Ich gehe doch da nicht mit rein, oder? Der eine Typ sieht mich doch. Sie haben dich also nie gefangen. Warum hast du dann Folterspuren an den Händen? Dran, Schatz. Ah, super. Das war schon wieder ein Game Over, what? Ach, den ganzen Weg nochmal latschen. Sie werden es ihm sagen. Dann weiß er alles. Aber es sind zwei. Folgt ihnen. Aber leise. Bleib in den Schatten. Was ist denn? Wo soll ich denn da? Ah, an der Seite da hoch. Oh. Naja, man sieht das ja nicht andauernd. Ja, ja. Und da geht's eher um. Dafür haben die ja die Stimme sehr, sehr gut getroffen, ne? Die Stimme ist ja wirklich sehr gut getroffen. Und dafür, der ja so viel quatscht, ist das echt gut. Und Movement ist auch echt gut. Hat sich gut angefühlt. Okay, ich sollte einfach hier hoch. Mann, Mann, Mann. Das hätte man auch ein bisschen besser einzeichnen können. Also, bitte. Sie haben dich also nie gefangen. Bleib an ihnen dran, Schatz. Warum hast du dann Folterspuren an den Händen? Sie könnte uns helfen. Da ist was am Boden. Sogar die Kreischer sind raus und fliegen. Diese Schreie. Sieht man doch überhaupt nicht. Ja, in den Zwischensequenzen schon, ne? Erst locken wir sie in ihre Netze und dann Krieg. Das ist, was brodelt. Die Leute an hoher Stelle werden nervös. Also manchmal bin ich überfordert, wo ich hin soll. Wenn ich jetzt wieder da ganz am Anfang starten muss, ne, flipp ich aus. Okay. Es ist irgendwie ein bisschen schwer zu verstehen, wo ich hin muss. Hä, wo soll ich denn da lang? Soll ich da runter wieder? Game over, sind entwischt. Ach komm, nein, nicht neu starten! Das ist jetzt gerade nicht das Problem vom Spiel. Ich bin einfach schlecht in sowas, wirklich. Ich bin echt einfach schlecht in solchen Verfolgungsdingern. Ah, guck mal, da unten ist Gras. Ich muss bestimmt runter. Ja, die Spinne könnte helfen. Erst locken wir sie in ihre Netze und dann Krieg. Das ist, was brodelt. Die Leute an hoher Stelle werden nervös. Alter, ich hätte mich hier runterlassen sollen. Ups.
Moin, Taco, ja. Das ist nicht Zelda, das ist richtig. Heranschleichen. Plus Dreieck für Hinterhalt. Man muss Dreieck gedrückt halten. Er wirkt. Scheiß Ork. Kann Orks töten, die einen Helm... Kann keine Orks töten, die einen Helm tragen. Der Ork versperrt den Weg. Hebe einen Stein auf, um ihn abzulenken. Finde einen Stein zu werfen. L, zielen, R, werfen. Laterne. Wieso haben die auch eine Brücke genau über der ihr Gehege? Das verstehe ich auch nicht. Was wollen die da? Die dummen Orkse. Alter, der ist richtig krass gecuttet, ne? Muss raus aus dem Licht, Schatz. Richtig auch Defi. Besonders sicher, solange man nicht runterfällt. Zum Glück gab es ja Geländer und so. Moin, Malta. Bist du hier in Deutschland? Der Kiefer hat uns gesehen. Gollum kann keine Orks töten, die einen Helm tragen. Ja, das weiß ich doch. Friss ihn. Er darf uns nicht verraten. Töte den Käfer und verschwinde. Sieh weiter zu. So. Hier kann man sich entscheiden, wird man zum bösen Gollum oder zum lieben Smergol? Ich weiß, es gibt für jeden dieser Pfade eine Trophäe und ich würde sagen, ich gehe auf Gollum. Bam! Töte ihn, zerquetsch ihn, friss ihn. Aber es ist niemand hier, keiner zu sehen. Nur noch ein bisschen. Spinne, die Spinne ist in der Nähe. Geister, gefühlte Geister sind immer wachsam. Ich gehe auf Geister, der ist dumm. In der Nähe. Nein, nicht die Geister. Schreckliche Geister. Böse, böse, böse. Sie machen uns zu blassen kleinen Flammen. Nicht die Geister, mein Schatz. Nein. Hau drauf. Zerquetsch ihn. Schluck ihn runter. Gollum hat den Streit gewonnen. Gollum kann keine Orks töten, die einen Helm tragen. Stand einfach immer noch. Wichtig wäre jetzt gewesen, hätten wir mit der anderen Antwort nicht den Streit gewonnen. Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr an der Stelle seid und mal die andere Möglichkeit benutzt habt. Hat unsere Antwort wirklich einen Impact aufs Spiel? Das wäre dann noch interessant. Und irgendwie hat er ihn nicht bekommen. Was mich auch interessiert, wird das ganze Game über Cutscene will sein? Kann man eigentlich überspringen? Ja, mit Kreis kann man überspringen. Also wir haben schon viele Cutscenes bisher. Vielleicht ist auch nur der Anfang.
Gollum kann keine Orks töten, die einen Helm tragen. So, haben wir den Bug nach... Okay. Du bist verletzt worden, halt Ausschau nach Rest, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Was ist das denn hier für ein Stein wieder? Hier ein Pilz. Ist ein Pilz. Ein leckerer Pilz. Also man kann insgesamt 5 Essen im Inventar haben, links sieht man das, und wenn man Viereck gedrückt hält, kann man sich heilen, also essen. Okay. L1, benutze Gollums Intuition um seine geschärften Sinne. Die Geister. Ich gehe mal den Weg, der mir hier angezeigt wird, glaube ich, ne? Also. Nicht wahr? Das erinnert mich hier voll an. Da, wo er sein. Wo er auf Beutlin gestoßen ist und seinen Ring verloren hat. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Glaube ich irgendwie im Kreis? Nicht hier lang. Glaube ich irgendwie im Kreis? So aufregende Musik, Hilfe. Jetzt mal hier lang. Ich bin verwirrt. Hä? Geht's hier irgendwo hoch oder so? Ich check's nicht. Checkt ihr das? War ich zu langsam? So, dass das wirklich hier so aufregend ist, und ich jetzt kann keine Orks töten. Ja, ich bin jetzt im Arsch. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann man das nicht schaffen. Der Geist! Trophäe! Sieh mich an. Sieh mich an! Sie brachten dich zu ihm, nicht wahr? Zum dunklen Herrn! Was hast du ihm erzählt? Das sieht nicht gut aus. Was hast du Sauron erzählt? Der Ring. Was hast du ihm erzählt? Gar nichts. Gar nichts.
Franklin aus dem Auenland. Ja, das kennen wir doch aus Herr der Ringe. Schwarz verließe der erste Tag. Nachdem er vom dunklen Herrscher selbst befragt wurde. Kapitel 2, die Made. Schnauze, Grasneck. Wofür ist das? Das ist deine Nummer, du Narr. Leg dich hin. Ich check nix. Neues Ziel, schlafen gehen. Ziel geschafft. Tag 1. Ja, jetzt gibt's irgendwie Tage. Geht zum Appellplatz. Also, bislang. Ich hatte eigentlich, bevor das Spiel rauskam, irgendwie gedacht, es wäre so RPG, Action Adventure mäßig. Ja. Aber das kommt mir hier ganz, ganz doll so vor wie ein. Also, ein ganz doll schlauchartiges Story Game, wo man die Story einmal durchspielt, die hier. Da stand ja am Anfang auch, auf Basis von J.R.R. Tolkien, die einfach so ein bisschen Story von Gollum erzählen soll. Aber ich hoffe, das geht, dass, also dass irgendwie noch ein tiefer gehendes Kampfsystem oder irgendwas gibt, weil bislang kann ich hier nichts machen, ne? Man kann nur rumlaufen, springen. Warten wir mal ab. Ja, nicht zwingend ansprechen. Nee, ne, Taco? Anschauen. Vielleicht ist es aber auch nur Tutorial und gleich kommen wir hier auch mal raus und können uns frei entfalten. Vor allen Dingen ist das. Die nehmen doch keine Gefangenen, oder? Die Orks. Vielleicht kommt da ja noch was. Kann alles noch Tutorial sein. Melde dich beim Viehmeister. Halt schön den Kopf unten. Tu, was die Herren dir sagen. Lauf, bis auf die Füße bluten. Was ist das denn für einer? Dafür ist er zu hässlich. Eigentlich gar nicht witzig. Aber der rennt chillig. Böse Orks, böse Menschen. Nimm dach,
Schiffsleuger Bichil, Golschuch. Wieso ist der Viehmeister kein Ork? Bitte, wir verstehen nicht. Hier lang. Elfenbart. Oh, das. Imagine, ich hätte so einen Bart. Gollum. Man nennt uns Gollum. Gollum? Du wirst hier unten sterben, Gollum. Mein Rat, mach das Beste aus deinem Tod. Du musst die Boroks zurück. Warum guckt er denn? Ich will neben ihm seinen Bart bestaunen. Arbeitest du langsam, lassen sie dich hungern. Boroks? Die Tiere. Wenn sie auf dich losgehen. Dünner Mann, ich hab gelesen, dünner Mann. Sie haben nicht die besten Augen. Öffne den Pferch und lock sie da rein. Dann schließ schnell das Gatter. Pferch? Also gut, ich helfe dir. Wir sind jetzt Freunde. Kletter die Leiter hoch. Das Tor ist nicht für uns. Schließ du schnell das Gatter. Diese Biester machen dann die Hebel kaputt. Deshalb gibt es da drüber noch einen. Ja, der untere Hebel ist safe kaputt. Seite wieder runter. Vorsichtig. Jetzt lauf! Lauf in den Pferch! Wie jetzt laufe der ist? Lauf in den Pferch? Ist doch noch gar nichts los hier. Los geht's. Zeig dich ihm und dann lauf. Hallo? Hallo? Nein, ich häng fest! Und ziehen! Perfekt eingetütet. Hallo Cat. Danke, jetzt krieg ich Hunger. Ich auch. Noch ein Pferch. Aber der Weg ist lang und die Boroks sind schnell. Ich bin schneller. Man nennt dich auch Speed Gollum. Wenn sie dir zu nahe kommen, spring irgendwo rauf. Hi. Und wie kommen die dann hier lang? Können die das hier durchbrechen oder so? Stimmt, oder? Oh ja. Ach du Kacke. Meine Ausdauer geht jetzt viel länger. Sehr gut geschafft. Was schreit es, mein Schatz? Viehmeister wird es uns sagen. Gar nicht so schlecht. Fürs erste Mal. Aber auch nicht so gut. Aber keine Arbeit mehr da unten. Ich soll ein Auge auf dich haben. Ihr neuester Plan, mich zu demütigen, nehme ich an. Und jetzt die Minen. Drei, drei, drei! Snaglob, weiter! Melde dich beim Ork in der Mine. Machen wir. Easy. Du hast mit Döner angefangen. Da stand dünner Mann, ich habe gelesen dünner Mann. Hier vorne ist der Dönermann. Das hier ist der Dönermann. Sagt es, mein Schatz. Stellt es uns Rätsel? Hör nicht auf sie. Es hat Gründe, weshalb sie im Käfig sitzt. Welche Gründe?
heißt es zumindest. Hey, Stagala, Kusnuch ach kontra. Bitte, Smegel versteht nicht. Er versteht die Sprache nicht, was? Nein. Und was macht ein guter Sklave, hm? Ein guter Sklave, der die Sprache nicht versteht? Er lernt. Und zwar ganz schnell, kleiner Sklave. Wir wollen doch vor dem dritten Horn fertig sein, hm? Folge dem Dönermann. Dönermann, wo bist du? Bitte, warte. Dönermann muss uns helfen. Dönermann. Was war das? Die Brücke. Dönermann. Sie wollen, dass du die Tunnel nach toten Arbeitern absuchst. Toten? 8 Leute fehlen seit gestern. Finde ihre Leichen, sammel ihre Nummern. So schnell wie du kannst. Nummern? Ja, ihre Nummern. Wie sie sie dir auch gegeben haben. 8. Jetzt bist du auf dich allein gestellt. 8 Tote, 8 Nummern. Es ist zu heiß. Oh, weiter unten ist es schlimmer. Was ist das denn? Wahrscheinlich Aua. Was macht er da? Kobold? Wer will sich den hirnlosen Magen da unten anschließen? Sieh dir das an. Er ist unglaublich. Und jetzt kommt er hierher. Er ist mir unheimlich. Au. Hallo. Sind das hier Toten? Ich kann auch nichts. Also. Wurm nehmen, essen. Lecker Wurm. Ah, guck mal hier, Marke sammeln. Sieht aus wie eine Puppe, das war kein Typ. Da unten sind noch welche. Nämlich. Zwei Nummern. Wie sind sie gestorben, mein Schatz? Zu viel Arbeit, zu viel Hitze. Hört ihr? Zu viel Arbeit und ihr sterbt. Weniger Arbeit, besser. Komm ich wieder hoch? Ist sehr schlauchartig, also man kann sich nicht verlaufen. Ist jetzt nicht so schlecht für mich. Ey, ey, ey! Hier ist mein. Nein, hier war nicht meine Ausfahrt. Geht immer hoch und runter anscheinend. Ach, guck mal, Bossgegner. Nebel. Ich glaube nicht, dass er weiß, was hier los ist. Er weiß es. Glaub mir, der alte Widerling hat schon viel gesehen in der Vergangenheit. Wo er lebt. Er kämpfte im Westen, als wir die große Brücke einnahmen. Er hat noch kein. Da ist der gelbe Punkt. Kein Bossgegner. Drei. Ah ja, man kann hochlaufen. Ey, das ging. Ey. Geht anscheinend nicht mehr. Fancy Backsprung. Keiner hier hilft uns, unseren Schatz zu finden. Wurm! Wo ist der Questmarker? Da unten. Okay. Thank you.
Was für eine Missgeburt ist das denn? Wir müssen rasten. Wurm, Würmer. Noch nicht. Wieso fällt von diesem... Ah, das ging. Nur für eine Weile. Keine Pause, mein Schatz. Sonst sammelt jemand auch unsere Nummer ein. Da unten. Oh, den schaue ich bestimmt wieder nicht. Hä? Wo ist der Questmarker hin? Da. Da ist eine Treppe. Erstmal ein Wurm. Es ist heiß. Es verbrennt uns. Es verbrennt uns. Ihr könnt ja noch was lernen, Leute. Fürs Leben. Lava verbrennt euch. Merkt euch das. Da. Tut weh. Nur noch eine. Nur noch eine. Ist da oben doch lang. Alles brennt. Okay, ich hab alle. Oh, Junge. Also sind anscheinend so kleinere Quests, die man machen muss. Ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Einmal erstmal verfolgen, dann Hunde einsammeln und jetzt wieder was sammeln. Wahrscheinlich gibt es kein Kampfsystem. Warte in der Reihe der Sklaven. Mache ich. Was ist hier los? Schicken die Schwachen hinauf zum Turm. Das. Es hat sich nicht mal gewehrt. Das tun sie nie. Noch. Jetzt sind wir dran. Neues Ziel tritt vor. Ab damit. Neues Ziel melde ich beim Ork in der Mine. Zurück in die Kaserne, du Narr. Heute stirbst du nicht. Ich hab ja auch arschgeile Arbeit gemacht. Was passiert mit ihnen im Turm des Lichts? Sie getötet, verflucht. Was macht das Licht mit ihnen? Sie gehen auf. Komm, die Wachen. Das ist alles. Also so rein vom ausstaffierten Design hier sieht es ja gar nicht so schlecht aus, ne? Mit Ork sprechen. Gar nicht mein Game. Ich würde dir Blut abzapfen, wenn du welches hättest. Hubreship. Ich hab's ja auch anders vorgestellt. Wie gesagt, ich dachte RPG Action Adventure mäßig und bisher ist es einfach nur Questen. Kehre in deine Zelle im Quartier zurück und beende den Tag am Fenster. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Game findet. Metalllöffel nehme ich mit. Das können wir gebrauchen. Damit breche ich aus mit dem Metalllöffel. Ach ja? Wer hat es gesehen? Wer? Tag beenden. Er ist runtergefallen. Ja, das kommt vor mit gebrochenem Genick. Wieso kann ich meinen Tag nicht beenden? So.
Okay, Tag beenden. Shinoxi, danke für den Follow. Gute, schlaue Pläne. Und alle sind sie tot. Was siehst du dir an? Die Brücke? Danke dir, Madi. Puste das Game schrecklich aus. Das hübsche Tor führt direkt aus Lugburz raus, sagt man. Sieh mal, es öffnet sich zum Klang einer Glocke. So verlockend. Ja. Wer wohnt in dem Turm? Der Herr der schwarzen Verliese. Ein Hexer. Aber die Orks nennen ihn nur Kerzenmann. Kerzenmann? Vielleicht glauben sie, dass es sein Licht ist, das im Turm brennt. Es führt 50 Euro. In den Turm des Lichts. Den, den unser kranker Freund Daremon heute gegangen ist. Er verlor erst die Hoffnung. Ich hoffe ja, dass da noch was kommt, gameplaymäßig. Also, davor hat er versucht, Pläne vom Turm die zu Grafik ist okay für das, was du hier machst, aber da müsste mal ein bisschen tiefer reinkommen ins Gameplay. Ich kann nur laufen und springen bisher. Ich könnte dir einen Weg zeigen, wenn du selbst nachsehen willst. Hör nicht hin, du Made. Der alte Spinner ist völlig verblödet. Er ist schon zu lange hier unten. Tag 2. Weiter! Jetzt geht's da wieder zur Arbeit. Oder kümmert er sich jetzt darum, dass wir rauskommen? Weil. Imagine das ganze Game. Man ist einfach das ganze Game über gefangen und muss hier irgendwelche Aufgaben jeden Tag machen. Melde dich beim Ork in der Mine. Okay. Guck mal, da ist ein weißer Questmarker. Geh mal zu dem. Zu ihr. Wasser. Bitte. Mir kann man nicht mehr wehtun. Die Herren schon, grausame Herren, wissen, wie man wehtut. Der Knast-Simulator. Scheiße, ich lach zu doll, aber ja. Bislang ist der gute alte Knast-Simulator. Erst, wie kommst du in den Knast? Digga, der bräuchte mal eine Sonnenbank. Wie kommst du in den Knast? Oh ne, es gab doch dieses Knast-Ausbrecher. Die kleine Ratte von gestern. Prison Break. Immer noch da. Herr der Ringe Prison Break Edition. White Neko Design. Danke für den Follow. Eine besondere Ehre für dich heute. Sprengsätze haben gestern nicht gezündet. Irgendein Dreckfresser muss durch die Tunnel krabbeln und sie zünden. Und unter den Dreckfressern seht ihr zwei nicht aus wie Könige. Glotz nicht so, Charku. Was ist ein Dreckfresser? Was ist ein Drecksfresser? Folge dem Dönermann. Nimm eine Lampe mit. Es ist dunkel dort. Wir lieben dunkel. Dünner Mann kann garstiges Licht behalten. Früher hatten sie Zwerge für diese Art von Arbeit, aber die sind alle weg. Jetzt schicken sie die ausgehungertsten Sklaven. Arbeiter haben den Sprengstoff angebracht.
Aufgabe der Dreckfresser ist, ihn zu zünden. Am Ende des Das ist schon schlecht übersetzt. Fass mit brennbarer Flüssigkeit. Geh runter, zünd es an und renn um dein Leben. Warum? Wenn du dich verriechst, weißt du warum. Keine Zeichen. Diese Tunnel wurden noch nicht geräumt. Nimm ein paar Zünder mit, die roten Steine. Kriech zu den Fässern und leg den roten Stein rein. Dann schmeiß ihn und halt die Luft an. Und was? Okay, wir halten jetzt alle zusammen die Luft an, Leute. Ich halte Wache. Ab wann muss ich die Luft anhalten? Hier ist wieder irgendwas. Haben wir? Wurm. Schön. Oh Mann, ich tue mir immer weh. Hier geht's noch tiefer. Bruno, danke für den Follow. Wie wär's mit Ton? Wie Ton? Spiel. Deine Headset ist broken. Ey, wie tief muss ich? Oh, vor allen Dingen muss ich gleich den ganzen Weg wieder hochrennen, ne? Wie ein Verrückter. Okay. Das muss es sein. Reinlegen. Und jetzt abhauen. War's das? Neues Ziel, fliehe. Wie weit soll ich fliehen? Wohin fliehen? Oh, guck mal, da kommen die Dämpfe. Luft anhalten, Leute. Scheiße, wo muss ich hin? Andere Seite. Wie aufregend. Und das Ganze noch 8-mal. Gollum! Willst du ein Geheimnis wissen? Machen wir zuerst diese Tunnel fertig. Hier entlang. Es gibt noch mehr von den verfluchten Dingern. Oh mein Gott, Gollum. Wir müssen fliehen gehen. Dünner Mann tut nichts. Du musst lernen. Ich werde nicht immer da sein, um dich anzuleiten. Du musst lernen. Scheiße, muss ich einen neuen roten Stein nehmen? Ich kenne mein Glück. Ich muss einen neuen roten Stein nehmen, sonst bin ich da unten und habe keinen Stein. Oder? Nee, okay. Abfahrt. Also es ist wieder nur Springen, Klettern, Laufen. Ne? Es ist echt... mir fehlt ein bisschen die Variety aktuell. Diesmal muss ich nur krabbeln, nicht springen. Abfahrt! Alter, das hab ich fast komplett gekillt. Nachher auch durch die Wohnung ruft mein Schatz. Du kannst jetzt atmen. Atme. Atme. Noch einer. Wie noch einer? Was ist das Geheimnis? Hm? Na, vergiss es. Hat es Essen? Hat es schönen Fisch versteckt? Nicht hier. Mach den letzten. Ruf mein Schatz. Dann treffen wir uns oben bei den Käfigen. Was soll ich machen? Dem Dönermann folgen?
Ich wusste das noch mehr von diesen... Oh Mann, ey. Okay, ich kann schon mal ein Fazit abgeben. Scheiße, das Game ist nicht gut. Hilfe. Ich kann echt keine Empfehlung rausgeben. Also... Scheiß mal drauf, dass das nicht gut aussieht. Ja, da, das kann dich ja noch verschmerzen. Aber es ist ultra langweilig. Und ich habe mich so auf das Game gefreut. Was? Warte noch nicht. Willkommen in Mordor. Ja, wir machen jetzt hier auch einen Cut für YouTube, Leute. Lasst gerne ein Follow da. Ich würde mich selber ein Like freuen, Leute. Und schreibt in die Kommentare, wie ihr das Game findet. Falls ich meine Meinung noch ändern würde, würde ich unten die Videobeschreibung packen. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.